Willkommen zur nächsten Folge von PTB ist Infinity Evolved und erstmal ein ganz dickes Sorry, dass gestern gar kein Video kam. Das Video hier extrem spät kommt und die beiden Streams ebenfalls ausgefallen sind, aber mein Zeitmanagement diese Woche war wieder mal so ein bisschen, naja, ne? Man könnte es Beschisse nennen, aber lassen wir das und machen einfach mal hier weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollten ja hier so Dinger erforschen, habe ich mich hier in Erinnerung gehalten so. Und ich war mal ganz schlau und einfach mal bei Google so eine Liste gesucht mit allen möglichen Sachen, wo quasi alles erforscht ist. Heißt, wir können jetzt zumindest mal was hier researchen. So. Und ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige in der Hand. Da müssten dann, wenn das Richtige ist, da eins rein und dann noch da eins rein. Das war das Falsche, ne? Oh, okay, es war richtig. Alumentum, okay. Also, ich habe hier mal so eine Liste aufgemacht, wo alle möglichen Sachen drinstehen, die man haben kann. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt mal das auch noch zu Ende. Das ist ja das Gleiche, nur in grün, glaube ich. So, dann nochmal das Rote, ne? Oh, jetzt kommt die nächste Frage. Was mache ich damit? Gar nichts. Aha, geil. Gar nichts, gut. Wo waren die denn hier? Alumentum, Alchemie. Ah, hier waren die. Die habe ich bereits. Aha, schön. Und jetzt, kann ich damit was herstellen? Ja, gut. Jetzt weiß ich, was ich machen kann, aber ich damit anfangen. Okay, warte mal, ich muss noch kurz googeln. Was denn zum Beispiel mit, was ist das hier? Das ist hier Alumentum. Alumentum. So, ich habe mir schon mein Laptop hingestellt und kann jetzt schon googeln nebenbei, weil mein zweiter Bildschirm ist natürlich, während ich aufnehme, dank dem Fullscreen-Modus von Minecraft nicht zur Benutzung. Und ja, was haben wir denn hier? Alles klar. This substance drops very fly energy and it's more than. Ja, toll. Und jetzt, it can also be used as a full. Aha. Ja, und was, wie mache ich das jetzt? Das steht natürlich nicht dabei, ne? Ah. Achso. Verstehe den Tiegel. Wie stelle ich den blöden Tiegel her? Schreibt halt, komm, her damit. Ich will den Tiegel haben. Ne, Moment, doch. Ah, jetzt langsam dämmert es mir. Jetzt langsam kommt's, ja. Essentia hinten, aha, okay. Essentia, ja. Jetzt kommt die Frage, wie heißt dieses Ding auf Englisch? Und ich kann es eh nicht machen, da fehlt mich noch was. Das ist jetzt die Frage. Essentia dürfte damit auch auf Englisch mit E heißen, ne? Essentia Distillation, würde ich mal behaupten. Ja, da muss irgendwas Grünes rein. Ich kann noch nicht definieren, was es ist. Es sieht aus wie Schleim. Das heißt, wir dürfen mal wieder in die Feldgeschichte raushüpfen und uns mal ein bisschen umschauen. Mal gucken. Wobei ich es rein theoretisch auch einfach googeln könnte, was es ist. Dann sparen wir uns diesen Weg. Was natürlich deutlich zeitsparender ist. Und jetzt kommt mir mein Fenster gelaufen. Wunderbar, wunderbar. Kurze Unterbrechung. So, und da bin ich auch wieder und es geht weiter. Da waren meine Eltern an der Fensterscheibe und meinten so, ha, wir bräuchten mal kurz deinen Rat, aber nö. Ich habe hier gerade Wichtigeres zu tun, ne? Ihr wollt heute mal sehen. So, was wollte ich gucken? Ich wollte den komischen Kessel. Taubencraft-Kessel. Taubencraft-Tiegel. So. Ich meine, so mit Laptop googeln ist auch was Schönes. Naja, Crucible. Official Feed the Beast Wiki, alles klar. Aha, ja, ja. Wie ist der denn hier? Ist bei right-clicking with a cauldron with a wand. Mhm. Ja. Jetzt. Ah, ja. Ich brauche einen ganz normalen Kessel und muss den halt mit dem Wand, also mit dem Zauberstab, rechtsklicken. Jetzt noch die Frage, ob mein Zauberstab dafür schon krass genug ist. Das Ding hier. Eisenbekappter Holzstab. Ich würde mal sagen, wir finden es einfach mal raus, ob das jetzt so, ne? Ob das so, ne? So will, ne? Das will. Schön.
Das heißt, ich brauche jetzt Lava und am besten irgendwas, was nicht brennt. Also, Lava. Habe ich noch Lava? Lava. Nicht mehr im Eimerform. Schade. Aber ich habe noch Eimer, ne? Eimer. Komm, gib mir mal hier zwei Wassereimer. Dann kriege ich einen Lava-Eimer raus, weil ich noch eine Wasserquelle hier brauche. Andererseits, Lava so im Wald, die weiß ich auch nicht, ne? Bauen wir das da unten rein, ganz tief in die Ecke. Machen dann hier eine Wasserquelle hin. Oder, ja doch, hier eine Wasserquelle hin. Dann hätten wir das soweit. Und ich überlege gerade echt, ob ich so faul bin und das einfach nicht rausschneide mit diesem eben stören. Ich weiß noch nicht. Muss mal gucken. Das Video sollte ja vielleicht mal heute online kommen. Ich weiß es nicht. Weil ich, wie gesagt, ein bisschen sorry bin, dass jetzt die letzten Tage eh so abgespeckt kam und dann gestern ultimativ gar nichts. Das war ja, naja, Notfall, ne? So, Homo. Okay. Ja, zwei Wassereimer, so. Aha. Ach, ich bin so blöd, ich hab doch einen Wassereimer. Ich bin so blöd. Ah, es tut schon weh. So, das Portal sollte ich mal irgendwo anders hinsetzen. Das ist da ein little bit gefährlich. So. Oder wir setzen einfach eine zweite Tür hier rein. Das geht auch. Dann haben wir eine schicke Doppeltür. Was zur Hölle? So, ein Glas weg und zack. Hätten wir eine Tür hier? Eine Tür? Habe ich eine Tür? Ja, meine Tür. Ich habe keine normale Tür mehr. Schade. Dann gib mir mal zwei Holzstämme. Geht das auch mit dem hier? Oh, praktisch. Ich dachte, der wäre nur so only Tomcraft. Dann können wir uns ja sparen. Ha! Hübsches Türchen hier. So. Wir wollten nochmal hier Dings herstellen. Alumentum. Da brauchen wir Kohle. In den Tiegel. Ah ja. Dann nehmen wir mal Kohle und schmeißen sie in den Tiegel rein. Mal gucken, was passiert. Ja. Ich soll mal lesen, was da steht. Dieses Pflanze ist tief und voller Energie und wird entweder auch freigesetzt, ist die zwei Stil, aber als Brenner vielleicht gut eignet. Ja gut, ne? Wie kriege ich das jetzt da raus? Da muss ich dann irgendwas reinschmeißen? Steht auch nicht bei. Es steht einfach nie irgendwas dabei. Was ist das für ein Scheiß-Mod? Ich liebe, dass da alles bei steht, aber... Oh. Oh. Oh, oh. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Ich sollte mal nachlesen. Mach ich weiter, ne? Kohle rein und dann... Hä, hey, was ist doch... Essentia, du schreibst ein Papier, um diese Forschungsnotiz zu hören. Die habe ich doch schon, ne? Ja, die ging ja nicht, ne? Oder die habe ich schon drin liegen, ne? Was war das nochmal? Das komische Grüne. Warte, wie war das nochmal? Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade. Ich stehe mal wieder voll auf dem Schlauch, aber schön. Ja, toll. Wie geht der Scheiß denn jetzt da raus? Hallo, Gerät. Usage. The crucible fired by right clicking with a water bucket or using a thermal pipe. The crucible must be powered with a heat source directly under the block. Fire lava meter will work. When the crucible is filled after a couple of seconds, it will begin to boil. Small bubbles, particles will appear from there. Ja, klar. Two things are needed in order to create anything. Essentia und Catalyst. Ah, ja. After which they are broken down into their essential components. For example, a torch would give one lux. Lux, aha. Yeah. A catalyst is repaired. Ach so. Hohoho, ich verstehe. Ich verstehe, ja. Ja, Botschaft ist angekommen. Botschaft ist angekommen. Hab's verstanden. Oh no, nein, weißt du was? Komm, Lava, Lavk. Wir müssen also erstmal den Kram da rein tun, die Essenz, und dann die Kohle draufschmeißen. So rum. Ist auch noch ganz exklusiv, der Kram hier. Ja, schwupp. Ich sehe schon. Also, Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich in diesen blöden Ofen da Feuer, Potentia und Perdito rein? Ja, gut, ja, wie ich gesagt. Oder kann man das sich irgendwie rausnehmen? Na toll, wie geht das denn jetzt? Oh nein!
Wobei, wir können es mal googeln. Wir können googeln, was was gibt. Was brauchen wir? Wir brauchen Ignis. Wir brauchen Towncraft für Ignis. Aha, das ist Towncraft Ignis. Ah ja. Ah ja. Ja gut. Ignis Essentia Best Sources List for Towncraft 4. Ah ja. Gut. Ach so. Ein Lava-Eimer wird's tun. Ha, gut zu wissen. Oder ein Feuerstein. Dann nehmen wir noch einen Feuerstein. Komm, wir nehmen mal Feuersteinchen hier, ne? Feuersteinchen, ne? Machen wir einfach mal drei Feuersteine, ne? Dreimal Feuerstein. Okay, also drei, noch zwei Feuersteine. Okay. Das, ich sehe schon diese Mod, die ist interessant. Dann brauche ich als nächstes Rezeptbauteil. Perdito, ah ja. Perdito. Ich sehe schon, das wird sehr spaßig. Okay, das will ich jetzt nicht ausspucken. Dann back to Google. Ignis Perdito. Aha. Ja, nächste Best Sources List. Cobblestone ist auch Perdito. Interessant. Ich meine, haben wir jetzt nicht so viel von, deswegen müssen wir sparsam mit umgehen. Auch drei, ne? Ja. Schwapp, schwapp, schwapp. So, und jetzt brauchen wir noch, wie ist das andere? Das war, glaube ich, Ignis, ne? Nee. Nee, Moment. Potentia, kommt jetzt. Hey. Boah, Alter, das sind ja hier Namen. Wie heißt das? Potentia. Potentia. Okay. Und again, the best sources list for Towncraft. Und dafür nehmen wir Redstone. Ah, ne, geht nicht. Wir brauchen nämlich nur einen Enderperle. Leck mich am Arsch, ey. Nein, ich wollte schon über. Oh, oh, ich habe es falsch gemacht. Enderperle, Enderperle, Enderperle. Habe ich eine. Ich habe eine Enderperle. Ich wollte schon sagen. Ich bin auch hier noch, ne? Ich bin auch flüssig, ne? Was das Geld anlangt, ne? Und jetzt muss da wieder Kohle wieder rein. Ich habe keine Ahnung. Das war falsch. 100 Pro. 100 Pro war das falsch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, back to Google. Back to Google. Das ist Crucible. Aha. Ah, ja. Ja. Ja, gut. Essentia ist detected by strong items in the crucible after which they are broken down into the essences component. For example, a torch gives one lux. Open the crucible is filled with essentia and received crest. The catalyst is used to complete the receipt by drawing it into the crucible. Doing it so will use up to essentia need for the respective receipt, and complete items will be able to pick up as a result. Any remaining essentia is left in the crucible. Ja, würde man sagen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir nehmen nochmal alles raus, was wir hatten. Also ein Redstone, eine Enderperle. Dann hatten wir, glaube ich, Cobblestone, ne? Dreimal, ne? Was war das andere? Das war Flint, ne? Auch wieder drei Stück. So. Apropos, kann man das alles noch scannen? Habe ich das alles schon gescannt? Kann man bestimmt auch noch scannen, ne? Okay, will er das nicht? Wieso will das Ganze jetzt nicht? Und was brauche ich davor? Ich brauche auch noch Kohle, ne? Hehe, Kohle auch noch, ne? Oder muss ich das drauf rechtsklicken? Ach, ich muss diesen mit dem Zauberstab keins, glaube ich, empty, den habe ich gerade gelesen. Oh. Uh-oh. Ich hab's kaputt gemacht. Also irgendwie sagt mir dieses Gedingsele hier noch nicht ganz zu. Ja, komm. So, noch ein Try. Aha, jetzt ist es leer. Gut, jetzt müssen wir alles da rein nach reinschmeißen. Aber haha, heiß. So, also noch einmal. Die Rezepte müssen da jetzt da rein nach alles rein, ne? Guck mal nochmal ins Buch rein, ins schlaue Buch hier, ne? Und lesen nochmal genau nach. Alumentum. Da müssen drin sein Ignis, Perdito,
und Potenzia, jeweils 3. Und dann eine Kohle muss drauf. Und dann kommt da Alumentum irgendwie raus. Also. Das. Und das. Und jetzt muss das dabei rauskommen. Hat nicht funktioniert. Es macht wieder Schlubberzeugs hier. Warum macht es Schlubberzeug? Ich sollte mich mal damit beschäftigen nach der Folge. Und sage schon mal danke für dieses Zugucken von diesem katastrophalen Experimentetisch hier. Also, ich meine, wir haben zumindest jetzt das Ding geknackt. Also, einen Fortschritt haben wir jetzt schon hinter uns. Aber das hier fehlt mir dann nächste Folge raus. Und bis dahin, gerne Like da lassen. Heute Abend versuche ich wirklich mal ein Stream zu machen. Und ja, dann sage ich mal bis dahin, ne? Wir sehen uns. Haut rein und noch einen bis dahin schönen Sonntag.